Fühlen Sie sich eigentlich schon fit und gut gerüstet für die Überprüfung beim Gesundheitsamt? Nein? Damit sind Sie nicht alleine. Sie stellen sich vielleicht Fragen wie, was ist für die Prüfung überhaupt relevant? Wie läuft eine schriftliche und wie die mündliche Überprüfung ab? Sie haben sich ganz sicher schon einen großen Wissensschatz angeeignet und viel gelernt, bei uns im Unterricht, aber auch in Eigenregie. Und trotzdem gibt es noch Unsicherheiten. Da sind Sie bei uns genau richtig, denn wir fassen alle prüfungsrelevanten Themen noch einmal gut strukturiert zusammen. Wir werden uns die Krankheitsbilder des ICD noch mal genauestens anschauen, uns aber auch ausführlich mit dem psychopathologischen Befund befassen, damit Sie dann in den Fallbeispielen zu einer guten Diagnose und Differentialdiagnostik gelangen können. Die Therapieverfahren werden noch einmal unter die Lupe genommen, wichtige Fragen zum Thema Rechts- und Berufskunde geklärt und natürlich, ganz wichtig, Thema Suizidalität und die nötigen Kriseninterventionen. Wir üben mit echten Prüfungsfragen und stellen auch Prüfungssituationen nach. Manchmal braucht es auch die richtigen Werkzeuge, damit Sie Ihr Wissen dann auch effizient in der Prüfung anwenden können. Vielleicht benötigen Sie auch noch Strategien, um mit Ängsten und Sorgen souverän umgehen zu können. Mir hat das damals für meine Vorbereitung auf die Überprüfung sehr geholfen. Und so konnte ich 2019 direkt gleich beim ersten Durchlauf meine Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie souverän meistern. Ich bin sogar mit Zuversicht und Vertrauen in diese Prüfung hineingegangen. Wenn Sie sich das auch wünschen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich Sie dabei unterstützen darf. Ich kann auf die langjährige Erfahrung aus meiner Tätigkeit als Dozentin in der Erwachsenenbildung zurückgreifen und ich bin im ständigen Austausch mit Kolleginnen und Prüflingen, die bereits ihre Prüfung absolviert haben. Also, ich freue mich auf Sie und nicht vergessen, Prüfungsvorbereitung darf auch Spaß machen.